So, hallo zusammen und herzlich willkommen. Hallo an alle, die auf Twitch live zu sehen. Hallo an alle, die auf YouTube die Aufnahme dieses Videos sehen. Wir spielen heute jetzt ein bisschen Disco Elysium weiter. Allerdings nur ungefähr eine Stunde. Denn dann beginnt bei Genshin Impact, und das spielen ja die Merlin und ich quasi täglich wie zwei so Trottel, beginnt ein neues Banner mit einer neuen Figur und so. Und da werden wir dann live ziehen, auf beiden Accounts von uns. Werden wir insgesamt wahrscheinlich hunderte von Bällchen raushauen, von Wishes. Aber jetzt erstmal Disco Elysium. Quasi das ganz andere Ende des Videospielspektrums, so ein bisschen. Warum nicht? Weiter. Vielleicht wäre ein Sportspiel noch weiter entfernt. Ich weiß nicht. Sportspiel ist was ganz Eigenes. Okay. Puh. Hi T-Bone, wie geht's? Ich muss mich jetzt erstmal wieder sammeln und konzentrieren, denn es ist lange her, dass wir Disco Elysium gespielt haben und ich kann mich gar nicht mehr hundertprozentig an alles erinnern. Aber ich weiß, dass wir bei der Leiche einen Fortschritt gemacht haben. Das heißt, ich sollte jetzt die Leiche nochmal genauer untersuchen, sollte mit Kim nochmal reden und mich hier nochmal umschauen, weil ich glaube, beim letzten Mal haben wir hier wirklich gute Fortschritte gemacht. Schauen wir mal. Ich rede jetzt nochmal mit Kim. Kim ist einfach der Beste. Yes. Nur, dass ihr es wisst. Das kann man nicht oft genug sagen. Ich glaube wirklich, wenn es um absolute Lieblingsbegleiter in RPGs geht oder auch grundsätzlich, hätte Kim eine gute Chance, in meine Top 10 zu kommen? Ich müsste länger drüber nachdenken, aber gerade spontan würde ich sagen Top 3. Leicht. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, dann reicht es bestimmt immer noch für eine Top 10. The man before you is naked, but for a pair of underpants and white boots. His skin is marbled with decaying veins and blotched by lividity. On his chest, a fading web of tattoos. The cargo belt used to hang him from the tree looks reinforced. Das ist immer so cool bei Disco Elysium. Das ging mir auch bei Wasteland letzten Dienstag so. Das sind so Spiele, die ich lange nicht mehr gespielt habe. Und ich denke mir so, oh Gott, da komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr rein. Und irgendwie habe ich auch gar nicht so richtig Bock, da jetzt wieder so mittendrin einzusteigen. Und müsste wahrscheinlich von vorn anfangen. Und dann starte ich das Spiel, 2 Minuten und zack, ich bin wieder drin und habe wieder Bock drauf. Man muss sich manchmal nur zwingen. Privat würde ich wahrscheinlich wirklich neu starten, wenn ich so lange Pause mache, weil ich es gar nicht erst versuche. Aber für den Stream denke ich mir, nee, komm, wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zack, bin ich wieder drin. Mensch, okay. Also, untersuchen wir mal die Tätowierungen dieser mysteriösen Leiche. So mysteriös ist sie nicht, ne? Die hängt hier jetzt, glaube ich, schon seit über einer Woche. Wir sind schon alte Bekannte. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. T-Bone, danke für die Bits! Yippee! Der Bitregen, das Bitglas wird wieder ordentlich aufgefüllt. So muss das sein. Vielen Dank. Dankeschön. His corpse is marked by stars. Okay, Sterne auf seiner Leiche. Wovon wird wohl meine gezeichnet sein? T-Bone, nochmals danke für die Bits. Alcohol and heartbreak. Ah. Und nochmals danke! 3 verschiedene Bitsorten, damit das Glas in schönen Schichten gefüllt ist. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Jetzt fehlt nur ein Abo, ein Subscriber neuer oder so, dass das Glas wieder von der Abo-Bombe gesprengt wird. So, jetzt passt auf. Ist das eine Karte des Nachthimmels? A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you.
the thought dissipates, and you feel as though you were only half right. Ich übersehe hier irgendwas. So am I. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears, some sort of camera. Ein Fotoapparat oder so. Ich lasse den Lieutenant arbeiten, der weiß schon genau, was er macht. Shikuno? What the fuck is that? An instant color camera. Farb-Sofortbildkamera. Ich würde gern mehr über die Welt wissen. Man erfährt viel über die politischen Dimensionen und Gegebenheiten in dieser Welt, aber ich würde gern ein bisschen mehr über die technischen Gegebenheiten in der Welt erfahren. Das kriegt man nur so nebenbei mit irgendwie. Ich hätte da gern ein bisschen mehr Insight in das Ganze. Die Autos sehen so steampunkig aus, aber gleichzeitig ist sowas wie eine Farb-Sofortbildkamera der Shit quasi. Also was heißt gleichzeitig, das schließt sich ja gar nicht aus, aber ich würde gern wissen, wo wir uns technologisch genau befinden, weil teilweise wirkt es dann wieder so postmodern, das Ganze. Die Sprecher sind super, das stimmt, Tiba, und finde ich auch, alle miteinander, jede einzelne Figur in dem Spiel, die ich bis jetzt gehört habe, ist perfekt synchronisiert, das ist echt toll, das ist wirklich super. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. I have only two ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Okay, er richtet die Kamera auf die Leiche und späht hindurch. Die Linse muss scharf gestellt werden. Dann... A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Warum nicht? Cooler Apparat. Yes, it is pretty cool, isn't it? Ich finde auch. Wofür brauchen wir denn das Foto eigentlich, Kim? It contains insight to the victim's person. This was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter to us. Now, if we could find someone to decipher it. Kann ich das vielleicht haben? Ich würde es mir später gern nochmal anschauen, ohne den Leichengeruch. Sure. Just don't lose it. Mach ich nicht. The glossy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Ich versuche immer den Text so hinzuscrollen, dass alle, die zusehen, die nicht so gut Englisch können, mitlesen können im Deutschen. Aber das ist nicht leicht, weil bei der kleinsten Berührung von meinem Stick scrollt hier schon die halbe Legende, die halbe Textchat mitschreibt Dingens hoch und runter und so. Na gut, schauen wir der Leiche mal in die Augen. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. These eyes used to be blue, baby blue. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Underneath the curdled meat, there is an expression. Not carried on his features, but below, inside, an expression of pleasure. This man was experiencing joy at the moment of his death. Die Texte sind auch alle so gut geschrieben, oder jeder Dialog, jeder Monolog vor allem, ist irgendwie wirklich einfach auch lesens- oder hörenswert, finde ich. Super, auf super hohem Niveau. Gefällt mir alles sehr gut. Unser Innenleben ist hoch genug, damit wir ziemlich sicher hier diese Challenge schaffen können, diese Probe. Verrate mir, wer du bist, Toter. Ich weiß immer nicht, ob ich unserem Innenleben überhaupt so vertrauen soll, aber trotzdem, fühlen wir mal hin, was uns der Tote so über sich verrät. I'm gone. Nicht mehr da. Wo bist du hin?
into the wild pile yonder. Und wo ist das? In the past, way out in the west. Ich kann sehen, dass du tot bist, aber wer bist du? I'm a joke. Look at me. Das bist du vielleicht jetzt, aber wer warst du, als du noch gelebt hast? A killer. A motherfucker. And a killer. Ich hab noch eine Frage an dich. Go ahead, Cobo. Was ist denn jetzt los? What do you mean? Rede ich gerade mit dir? It's the power of your imagination. Go ahead. Ask me more questions. Aber you fucking love questions. Aber warum bin ich denn so vernarrt in Fragen? Because you're a copperoony. Look at all of them go. Do you want more questions? Ja, gib mir lächerlich viele Fragen. Coming right up, copperoony, Rooney. This is getting upbeat now. Ist mein Name etwa Polente? Fuck no. You're no Rooney. Polente, nein, so heiße ich nicht. Ich heiße Harry. No, you're not a Harry either. You're a motherfucker. That's who you are. Rooney the motherfucker. Na, wenn er meint. Warum habe ich das Gefühl, etwas Furchtbares vergessen zu haben? Because you have. Wer hat dich umgebracht? Die Frage hätte ich vielleicht als erste stellen sollen, wenn er mir da die Antwort geben kann. Wobei wir wissen ja sogar schon so ziemlich, wer die Mörder waren, ne? Glaube ich. Love did me in Brother Cobo. It was love all along. Ich glaube, wir reden da in Wirklichkeit eher mit uns. Ich glaube, wir projizieren in Wirklichkeit unser Innenleben auf diese Leiche gerade. Unser Harry, das, was Harry früher war, ist an Liebe gestorben, wie wir mitbekommen haben, an gebrochenem Herzen und sehr viel Alkohol und Drogen. Aber der neue Harry macht diese Fehler nicht nochmal. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Kannst du mich mal was fragen zur Abwechslung? Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? Warum mache ich was? Looking at my face, motionless. Looking into my eyes. Standing here. Why are you investigating my murder? Vielleicht führt diese Ermittlung hier zu irgendetwas. Irgendetwas Unbeschreiblichen, Unvorhersehbaren. Nee, Unvorhergesehenem und Wundersamen. Something is on its way. Something hidden. It's coming. A miracle from the northwest, and it's almost here. You can feel it in the air, on your hands. The cold spring air smoothing them over. Okay, ein Wunder kommt aus dem Nordwesten. Okay. Also literally, also wortwörtlich, müssen wir nach Nordwesten gehen und finden wir da irgendwas, das uns einen Riesensprung in Richtung Falllösung bringen wird oder auch persönlich vielleicht weiterbringen wird. Ich weiß nicht. Ich hasse dich. Du stinkst und du bist langweilig. Do I remind you of someone? A child born with Muller's disease, harlequinism, grown up miraculously. Also, ich habe das auf unseren Protagonisten bezogen. Ich glaube, so hat das die Leiche auch gemeint. Dann sage ich das, was meine Enzyklopädie mir empfiehlt, ne? Ein Baby, das an Harlequinismus leidet. You sure we got out of that one? Coppolini.
Gut rausgeredet. Na gut. Warum hast du Spaß gehabt, als du gestorben bist? Maybe I was getting my rocks off. Du warst also sexuell erregt, als man dich erhängt hat? Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? Ja? Captain Coppadromo. I fear we are drifting away, fixating on sexuality again. Let's go with a simpler question. Na gut, es reicht. Come back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Ich würde sagen, wir kneifen jetzt mal die Augen zusammen und gehen einen Schritt zurück. Ich habe mal gehört, das machen tatsächlich Künstler, also so Artists, Zeichner, Grafikdesigner. Wenn man, das kenne ich auch selber, das kennt wahrscheinlich jeder, der sich mal wirklich detailliert mit irgendwas beschäftigt hat oder lange, über lange Zeit, dann verliert man irgendwie so den Blick für das, was man da eigentlich macht. Man kann das irgendwie gar nicht mehr so als Ganzes erfassen. Irgendwie geht da durch den Detailblick so der Blick für das Ganze verloren. Na, das kennen wahrscheinlich viele, dieses Phänomen, wenn man sich wirklich intensiv mit was beschäftigt. Und da machen das anscheinend viele Grafiker, dass die Augen zusammenkneifen oder, und oder, das, was die zum Beispiel am PC gemacht haben, ganz, ganz klein machen. Den Zoom quasi voll hochdrehen, damit das winzig wird. Damit man das so ein bisschen verschwommen als Ganzes wieder wahrnehmen kann. Das ist, und das machen wir jetzt auch mit dieser Leiche. Ey, der Domdam, danke schön fürs Followen. Und das Glas wurde gesprengt. Vorher habe ich es doch gesagt. Da waren drei schöne Schichten Bits waren da sortiert. Ich habe mich schon drauf gefreut, wenn das alles weggesprengt wird. Und Tiba, und danke fürs Wiederauffüllen. Nein, du sprengst gleich hinterher mit einem dicken Bitbrocken. Dankeschön. Genau, heute mal live erwischt. Ich bin heute, ich kann es dir genau sagen, wir sind heute bis 9 insgesamt noch online. Heute geht es nicht ganz so lange, aber vielleicht reicht es ja gerade noch. Todala, jetzt pass auf. Also, wir kneifen jetzt die Augen zusammen und betrachten diese hängende Leiche mal aus der Entfernung. Als wäre es ein Kunstwerk, eine Arbeit. Und so ist es ja auch ein bisschen, mit der wir uns schon viel zu lange zu intensiv beschäftigt haben. Und jetzt müssen wir mal wieder das große Ganze sehen. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Tiba, und danke nochmal fürs Auffüllen des Glases. Okay, beobachten wir weiter. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Nochmal danke, Tiba, und jetzt ist es wieder ein Schichtensalat, ein Bit. Schichtensalat. Ein Schichtenbitsalat, wie auch immer. Kim, ich kneif die Augen zusammen. Warum? beste Dialog ever. How should I know why you are squinting, officer? Weiß ich nicht, hätte ja sein können. Ich finde das echt super witzig. Oh Mann. Okay. Okay, kneifen wir die Augen noch stärker zusammen. Sein Gesicht und seine Hände sind pink, die Oberschenkel auch, der Rest ist grünlich. Oh. You are trying to assess lividity. Entspannen wir unsere Augen. The monster comes back into focus. An explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Ich glaube, er ist tot. I agree.
Kim ist einfach so cool, oder? Wie der so trocken bleibt immer. Und wie er sagt, ich glaube, er ist tot und Kim einfach, I agree. Ohne irgendeine Emotion in seiner Stimme. Es ist super. There are crow's feet in his eyes. He's laughing silently. Er lacht geräuschlos, na dann. His personality is no longer a part of the world. Totally dead. Oh Gott. Die Welt beherbergt seine Persönlichkeit in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht mehr. Das war einmal so und es ist vor 7 Tagen zu Ende gegangen. So kann man Tod auch definieren. That sounds about right, yes. Der beste der guten Bullen, die Trophäe haben wir gerade bekommen. Ah, interessant. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was meinen Sie denn, Kim? I think he was upright immediately after death. Blood has gathered in his hands and feet. And his neck. Das glaube ich auch. The noose acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis here is in tune with the hanging. That's what I think. Ja, sieht mir nach einem Lynchmord aus. Das wissen wir halt schon. Mittlerweile, dadurch, dass ich diesen Dialogbaum erst so spät entdeckt habe, sind wir in unseren Ermittlungen teilweise echt schon zu weit im Grunde. Weiter als die Dialogoptionen uns hier. Also die passen schon gar nicht mehr teilweise. Ich sag's trotzdem. Sieht mir nach einem Lynchmord aus. Everything here seems to corroborate that assumption. But we should still get him down before assigning a probable cause of death. Bedeck meine Nase und sag, da kommt was aus ihm raus. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. The victim appears to have contained no more than 0.5 kilogram of digestion at the time of death. The fuck are you saying? Talking about shit. Da haben wir ja Glück. Ich ignoriere die Kinder einfach. Ich glaube, das ist das Beste. Vielleicht ist er kurz vor seinem Tod nochmal auf die Toilette gegangen. Maybe. Er will gar nicht so lange darüber nachdenken. Na gut. Er ist übel zugerichtet. Sehen Sie die Prellungen? I do. Most of them are postmortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Stop talking in riddles, coin slot. He means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Weiche zurück und schnappe nach Luft. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air. And your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. So, und wie bekommen wir den jetzt darunter? Are you sure we've finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Na gut, dann trete ich nochmal zurück und schau nochmal genauer hin. The cadaver slowly twists on the cargo belt. His torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Da gibt es noch etwas, das ich wissen muss, Leichenmann. Of course. You have questions. Nee, to come back later, Corporal. Na gut, Kim. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. Die Untersuchung If ist fertig. Possible. Also, see me in your dream. Jaha, jetzt ist mal Schluss hier. Wir holen den jetzt runter, damit er die Klappe hält. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Kann das nicht vielleicht irgendwer anders machen? Gibt's in der Welt keine Feuerwehr oder sowas, die dafür ausgerüstet ist? Someone else? You mean like the police? Ja, genau. Ruf mir die Polizei. Someone already did. You know who came? We did.
Because we have made bad life decisions. Ja, das ist super. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Okay, 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 wir könnten doch den Ast absägen. Climb up there and saw the branch? Ja, könnte ein bisschen gefährlich sein. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Und, ja, nee, mir ist das alles zu anstrengend. Machen wir einfach nichts. Die Natur wird das schon regeln. We are not getting him down already. Not getting him down is a task that's already accomplished. Sadly, it's not our job to keep him up there, but to get him down. Na gut, ich will ihm eigentlich nicht den Kopf abreißen. How do you plan to get him down then? With social sensibility? Are you going to educate him down? Vielleicht können wir ihn ja herunterschießen. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! Das ist gar nicht so blöd. Wenn man die Metallgelenke, die Metallklammern zerschießt, ne? Dann müsste das Seil aufgehen und er einfach runterflutschen. Da kann das Seil noch so stabil sein, wenn man die Verankerungen von den Schlingen aufschießt. Das könnte funktionieren. Aber so, ich weiß nicht genau, so ein Cargo-Gurt, wahrscheinlich ist der auch nicht so stabil, dass man den nicht zerschießen könnte. How? Wie? Schießen Sie einfach auf den Gurt. Die Kugel wird ihn doch trennen. It absolutely will not, officer. That's not how physics work. It will maybe cut one thread loose. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. They'll miss. The pigs will miss, Kuno. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awfully stupid idea. Schießen Sie nur, Lieutenant. Was soll schon passieren? I'll blow his head off. Ich mache mir in Wirklichkeit, würde ich mir eher Sorgen machen, dass du irgendjemand, der zufällig gerade dahinter am Balkon stehst, den Head off blowst. Das wäre echt problematisch. Take it! Take the shot! Yeah, take the shot! Kuno wants some of that shit! Silence. With his elbow sharp, the Lieutenant unzips his jacket. And produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. Was ist denn eine Papierpatrone? That's a Kiel A90-90 armistice. Mass-produced muzzle loader. Ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. Ups, ein Vorderlader. Ach so, ist das quasi... ich verstehe schon. Lädt er den Revolver wie so eine alte Muskete? Ha! He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Wir sagen nix. Kim braucht seine Konzentration. Wir stören den jetzt. His voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, God damn it. He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Whatever you do, do not console him. Okay, nicht trösten. Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Aber gemein bin ich auch nicht zu ihnen. Vielleicht sollten sie es einfach nochmal versuchen. No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Und nun? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance.
Darf ich die Waffe haben? Lassen Sie mich mal versuchen. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Go ahead. I'm not stopping you. Just don't lose it. Ich versuch's. Ich versuch, dass ich nicht noch eine zweite Dienstwaffe verliere. Hier in der Stadt. They only have one gun. This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Na gut, nehmen wir die Waffe. Take it, you fucking banani poika. Take it and shoot yourself in the mouth. Machen wir uns mit dem Gewicht der Waffe vertraut. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. Das denke ich mir, das habe ich mir heute wieder beim Fallout 4 Spielen gedacht. Wie, bitte, um Himmels Willen, können Supermutanten mit normalen Gewehren schießen? Die kriegen doch nie im Leben ihre riesig mutierten Finger durch dieses Ringding, wo der Abzug drin ist, oder? Kann doch nicht sein. Naja, okay. Bleiben wir hier in Disco Elysium. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth! Zielen wir mit der Waffe auf den Gürtel. The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Unsere Augen-Handkoordination ist nicht gut. Machen wir mal das linke Auge zu. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, slick with the falling rain. The corpse slowly rotates. As you wait, your breathing slows down. Some mosquito-like organism buzzes in your peripheral. Look, he's crying! Okay. Es ist ein bisschen besser geworden. Oh mein Gott, mit der... Das geht zu weit. Das können wir nicht machen. Aber ich schaffe den Schuss nicht. Soll ich mal Ruhe sagen? Wenn ich Ruhe sage, mache ich es nur schlimmer. Aber ehrlich gesagt, schlimmer als 28% ist auch schon egal. Also sage ich Ruhe. What? You're gonna fuck me? You wanna fuck me, Pig? Is that what this is about? Nein, ich ziele aber nicht mit der Waffe auf das Kind. Ich ziele nicht mit einer geladenen Waffe auf das Kind. Ich schieße jetzt einfach. Ich würde gern speichern vorher, aber das kann ich nicht. Ich ziele erstmal nicht. Okay, Lieutenant, hier haben Sie Ihre Waffe wieder. I agree. Enough gunslinging for today. Aber was ist mit der Leiche? We need to go to the harbor and ask the leader of the union to have it taken down. They have the tools and they have men. Und warum haben wir das nicht gleich versucht? I did not want us to be indebted to a man like Evrard Claire. I wanted us to be able to deal with it ourselves. Ja. That is clearly not the case. Wäre mir auch lieber. Okay, jetzt passt auf. Jetzt wird aber mal schnell gespeichert. Und jetzt hoffe ich, dass ich nochmal schießen darf. The man before you is naked. But for a pair of underpants and white boots. His skin is marbled. As you know, only the lower extremities are pink. The cadaver slowly twists. Ich glaube, on the ich kann cargo nicht mehr belt. Schießen. His torso covered in tattoos. Damn it, oder? Yes. Mist. Naja, dann. Ja, aber es hätte eh nicht funktioniert. Ja, dann müssen wir das machen. Dann geben wir einen Hafen und sagen zu Everett, dass der die Leiche runterholen soll. Aber ich befürchte. Jetzt ist es eh schon Schlafenszeit, schön langsam, oder? Es ist schon 23 Uhr. Ja. Ach so, warte. Ich wohne ja hier gar nicht mehr. Das Geld sparen wir uns nämlich jetzt. Aber wenn ich das gewusst hätte, wenn ich das früher gefunden hätte, die Schlafmöglichkeit da drüben, ich verlaufe mich gerade voll, oder? Dann hätten wir gar nicht die Hotelrechnung bezahlen müssen. Hätten wir die Zeche prellen können. Aber andererseits hätten wir in der ersten Nacht dann keine Unter... Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir in der ersten Nacht einfach keinen Unterschlupf gehabt hätten. Nichts. Hätte Kim uns dann bei sich oder im Auto schlafen lassen? Hätten wir einen Mali davon getragen? Wären wir erfroren hier draußen? Keine Ahnung. Halt alles für möglich. Kim, du musst eigentlich nicht mitkommen. Ich gehe jetzt ins Bett.
ist, glaube ich, ins Hotel, oder? Du kannst gerne, wenn du willst, auch hier bleiben. In einem neuen kleinen Unterschlupf. Aber das willst du wahrscheinlich nicht. Musst du den ganzen Weg dann wieder zurücklatschen. Meine nur. So. It's getting late and it's raining. Time to call it a day. Jo, finde ich auch. Gute Nacht, Kim. Good night, Officer. We'll meet in front of the shack in the morning. Betreten wir die Hütte. Mal schauen, ob wir heute Nacht wieder so ein intensives Gespräch mit uns selbst führen werden. Wahrscheinlich. So, na dann, ab ins Bettchen. The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've earned a rest. Gehen wir schlafen. Across the room, the heating system hums its soft lullaby. The mattress feels soft and sheets warm. It only takes you moments for the world to fall away. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brava. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Recorded in you forever on Faraday. Sie drehen sich und drehen sich. Sag mir, träum ich? No, you're spinning tapes at the discotheque. The great unceasing disco of the mind. The flash, the bang, the endless learning experience. Drehen sich in alle Ewigkeit. On and on it goes. For untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising. Rising. Above the dark curvature. The great wingspan of sleep. Studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. What is this? It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. You can never forget this shit. Oh, der Regen, der Schnee. Ich will das gar nicht vergessen. Das ist wunderschön. Beautiful. It's stuck on loop. Whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent. Picking up litter and old newspapers. Collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsake. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Ganz genau. Ich bin ein Akteur der Welt. You'll go insane if you keep going like this. One more day. And you'll be in the loony bin.
I just know you will. And for what, brother man? For the working class. Ganz genau. Außerdem sind wir auf dem Weg der Besserung. Schlimmste haben wir hinter uns, Reptilienhirn. For the money, baby. Oh. For the greater good. Ja. Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Wir machen Fortschritte, stetige, allmähliche Fortschritte. Die Bauern, danke nochmal. Sollte da irgendwas was sagen? Irgendwie ist da die Synchro, hat nicht geklappt, oder? Jetzt geht das schon wieder los. Unser Harry ist ein durch und durch politisches Wesen. Er hat immer noch nicht gemerkt, dass die Welt ihn verändert. He's got no idea what he's in for. Warum nicht? 'Cause only love can break your heart. Ich spüre das Kissen unter meiner Wange. Beep, beep, beep! The alarm is ringing, Harry! The disco circus goes on and on! You barely slept 3 hours last night! You can do it. It's nothing. Do it for the city. Go. Öffnen wir die Augen. Yeah, wir sind geheilt und haben unsere Moral zurück. Good. You're up. Listen, there's something that's been bothering you for a few days now. Okay, was denn für eine Sache? It's a suspicion, or a feeling, really, that things are not quite in hand around here. Hmm. Every day, things seem to spin more and more wildly, out of control. The center isn't holding. And despite your efforts to moderate and contain these energies, things only seem to be getting worse. Okay. Aber ich dachte eigentlich, dass alles ganz gut läuft. Oh, sure. You've been making progress on your case, interviewing people, solving side tasks. But who's focusing on the big questions? Ich dachte ehrlich gesagt, dass sich die kompetentesten und qualifiziertesten Leute um sowas kümmern. But have you ever seen them? How do you know they're even there? More importantly, how do you know they aren't waiting for your participation? Okay, was soll ich machen? You've got to find out who bears la responsabilité. Und was ist la responsabilité? The most awesome, terrible thing. Okay. It is human nature to crave la responsabilité and to deny it. That's why it must be distributed across many different organizations, agencies, offices, and portfolios. Aber ich dachte, ich würde bereits Verantwortung zuweisen für den Mord zum Beispiel. Harry, you're thinking about this too narrowly. La responsabilité isn't concerned with trivial questions like who killed who. It's about the real issues. The human welfare index, the price of staple goods, the transition to real democracy. Mhm, alles klar, dann immer her damit. Ich werde die Verantwortung übernehmen. Whoa. This isn't some kind of dictatorship. You can't simply seize la responsabilité for yourself. It must be given by a legitimate authority. Like a committee. Na gut, aber haben wir für all das auch wirklich Zeit? There is always time to follow best practices. Once someone's decided to cut corners
for the sake of expediency. Who knows what else they're capable of? Aha, ich sehe den Punkt Empathie. Swift, decisive action. Und wer sollte diesem Komitee angehören? Only the most even-keeled minds in Martinez. Kim. Ich nominiere Kim. Your half-brother, the lieutenant, is a natural place to start. My half-brother? Die meinen Kim, aber warum ist Kim mein Halbbruder? Ist nur so symbolisch. Together, you'll be able to discover who has la responsabilité in Rivershaw. And, if necessary, you'll have the wisdom and expertise to assign it among yourselves. Na gut, und was passiert, nachdem wir die Verantwortung zugewiesen haben? Most likely, your findings will be collected in a report, which will be carefully reviewed by your superiors. Once they've reviewed it, those same superiors will produce a set of recommendations to be taken up at the next meeting of the Standing Committee. Rest assured, no matter what happens, it will be done through the proper channels. Okay, ich schätze mal, ich bin bereit, diese fantastische Last auf mich zu nehmen. Good luck. Your report is eagerly anticipated. Übernimm la responsabilité. Okay. Dann haben wir jetzt la responsabilité. Was haben wir denn hier? Irgendwas haben wir neu. Wir haben neu ein blauer Heilspiritus. Und eine Postkarte, die können wir verkaufen. Oh, und das Foto, stimmt. Das ist neu. Damit können wir... Sag mal, haben wir mit dem allem schon interagiert, was hier zu interagieren ist? Wir hätten hier nämlich einiges, mit dem wir interagieren könnten. An die meisten kann ich mich erinnern, aber dieser Bücherausweis, haben wir damit schon interagiert? Ich mach mal, die Antwortmöglichkeiten müssten eh ausgegraut sein. The library card. Alles ausgegraut. Okay. Und das hier? There's no way to listen, but even just holding the tape makes you feel a little sad. A pawn shop. A pawn shop would have a tape player. Ja, okay, gut. Aber an erstes Lesebuch für Kinder kann ich mich nicht erinnern. You hold in your hand. Hatten wir aber tatsächlich schon. Na gut, okay. Aber das Foto mit den Tätowierungen, das kennen wir sicher noch nicht. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man. From the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. It still kind of looks like a map of the stars in the night sky, but something's not right. Ah. Wer bist du? Gone. Was hat diese Tätowierung zu bedeuten? For you to discover. You've gotten as far as you will without assistance. Someone close to the victim might know. Someone who knows about history could tell you. Legen wir das Foto ein. Jemand, der über Geschichte Bescheid weiß. Haben wir da mal jemanden getroffen? Sehr krasses Game, finde ich. Ja, unkompromisslos, ne? Das ist nicht auf den Mainstream gebügelt. Das nimmt kein Blatt vor den Mund und ist hart in seiner Darstellung und in seinen Aussagen auch. Aber das ist ja auch irgendwie gerade das Tolle. Das ist halt ein Autorenwerk. Und kein marktpoliertes Werk. Warum hatte der denn gerade jetzt hier... Stehen da neue Leute? Ist hier... Hat sich was verändert? The speakers below are banged up. Nee,
Das weiß ich, aber da oben mit der Lederjacke, der ist neu, oder? Fuck the world, den kenne ich nicht. Und der andere, was steht auf seiner Jacke? Irgendwas mit Piss. Was machen denn die hier vor Kims Auto? Hey! That's one brutal motor carriage. Was? Pissschwuchtel heißt er wahrscheinlich. Naja, wenn er so heißen will, keine Ahnung, von mir aus. If I were a real skull now, I'd jack it, paint it in palm tree livery, then bottom light it, neon style. A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trophy. We could, like, hang fucking shrunken heads from the side mirrors. Cops' heads. Scary tribal shit. Okay. Fick die Welt und Pissschwuchtel. Ich will den Namen von dem zweiten gar nicht aussprechen, ehrlich gesagt, aber wenn die halt mal so heißen. Warum nicht? Yeah, tribal shit. A cop carriage like this would have proper skull value. While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage, I have to stop you right there. The RCM takes threats directed at its property seriously. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. Man, if we were certified skulls right now... Wer seid ihr? I can tell you who we're not, cop. We're not snitches. Or skulls. Which is not to say that the skulls are bitches and... On the contrary. The part of this presentation you want to take home with you, cop man, is we're not part of the skulls yet. Okay, und wer sind diese Totenköpfe, zu denen ihr noch nicht gehört? You don't know? What kind of cop are you? Ich bin froh, dass du das fragst. The question was rhetorical. The skulls are the most vicious gang of the Besmertne. Besmertine, or the Besmerti, the Immortals, are West River Sholian crime syndicates. The nastiest bunch of psychos ever. Jacking carriages and getting into high-speed chases. Possessing an infinite amount of fuck-all swagger, infamous for their non-verbal modus operandi. Non-verbal? If a skull spots you, he will pull out his dagger and stab you without saying a word. The lieutenant's voice is as calm as usual, a testament to the violence and death he's witnessed through the sight of his firearm. They usually occupy the burnt-out quarter in Jamrock, or you can find them loitering around the brightly painted bottom-lighted vehicles. I can't wait to become a skull. Bottom lights are wretched aggressive. Na gut. Wisst ihr was über den Mord, der sich hier verübt worden hat, tun, gehabend? War da? Ja, im Hof des Whirling Indrags wurde ein Mann erhängt. Yeah, sure. We'll gladly tell you everything we know about it. It was a man. Also, he was hanged. Sonst noch was? He was hanged from a tree. Yeah, I mean, duh. These punks don't know anything. Let's just move along. Hey, stop right there. How does one know anything? Ah, this sounds like epistemology. A field so occupied by thought that it begins to question thought itself. Doch natürlich werden wir das Gespräch weiterführen. Ich weiß zum Beispiel, dass ihr einen Scheiß wisst. Exactly. How can one know shit? We should move along. Nein, ich will das jetzt. Bitte erklär mir das mal. Knowing. We think that we know. But where does the thought originate from? It seems that we can only think, but never know. Ihr wollt mir also sagen, dass ihr gar nichts wisst. Precisely. Na gut. Kennt ihr Jungs Totenkopf Cindy? Oh yeah.
Cindy's a right proper skull. Ich weiß nicht, woher jetzt unser Charakter den Namen irgendwie aus dem Hut zaubert, aber kann mich nicht an eine Totenkopf-Cindy erinnern. Yeah, a true artist of the future. Just like Arno van Eyck. Ach, ist das wirklich die Künstlerin, die Jugendliche, die uns die Farbe nicht geben wollte für unser großes Kunstwerk? Verdammt. By the way, if you see Cindy, give her our regards. The lieutenant on your left is unusually lenient toward them. Hm. Anodische Dance-Musik, das waren die mit der Kirche. Wie ich sehe, steht ihr Kids auf anodische Dance-Musik. Oh man, yeah! We're not fucking kids, man! Be wary of the abyss. Warum? Probably because of how non-verbal their mode of operation is going to be. It's a threat. Eine Drohung. Gut, das gefällt mir. Schauen wir, was haben wir denn noch? Legt euch nicht mit mir an, Jungs. Ich bin einer von den bösen Bullen. Ich wollte nur über Musik reden. Nee, ich sag mal, eine Drohung. Gut, das gefällt mir. But I don't. In fact, I dislike them so much, I'm willing to drag you boys back to the station just to calm myself down. Hey, there's no need for that. We're just talking here. Joking too. Stay light, man. Der Kim versteht da keinen Spaß. Yeah. Didn't you cops, like, have some questions about skulls or some shit? Warum gibt's in Martinez nicht mehr Totenköpfe? The union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. Ich verstehe. That's why there isn't much organized crime around here. Ich verstehe. Die Gewerkschaft hat den Bezirk im Grunde in eiserner Hand, ne? Selber vielleicht ziemlich shady und auch kriminell, aber wenigstens kein Platz für andere kriminelle Gruppen. Apart from the unions themselves, of course. Genau, eben, sag ich gerade. Don't you worry about that. We're gonna make up for the deficit. Yeah, we are. Eure Wortwahl verwirrt mich. Seid ihr nun Mitglieder der Totenköpfe oder nicht? We're not franchise skulls. Well, not yet. Once we get our name out there, we'll have a chance to join them. Und wie kommt ihr darauf, dass die Organisation euch akzeptieren würde? Because we can be just as psycho and vicious. You'll see. But in a non-threatening and definitely legal way. Sehr, sehr böse und sehr psycho, ne? We'll fuck the system from the inside later. Just be cool now. The damage will be tenfold. Right on, fuck. So what's happening now? Naja, genug über Totenköpfe geredet. Mhm. Was hat es denn mit den Jacken hier auf sich? What about them? Warum steht auf deiner Jacke Pissschwuchtel? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person, even though the statement has character. And I do like piss. The word piss epitomizes the struggle taking place in the world. Things being defined as they seem, not as they are. And I guess it's also about communal spirit, the future, and truly appreciating our differences. Also, you've got to admit, it catches the eye. And since the Grand Piper is slowly but steadily moving towards basing the economy on it, attention, it is imperative that the medium itself convey the message. Was? What I mean by this is, we are all pissed, and that the world is inherently meaningless. It seems that the young man has a certain expertise in at least one field. Even if it's rather narrow. Tja. Na gut, und warum steht auf deiner Jacke Fick die Welt? Like I said before, many men keep searching for the one. For so-called true love, which is actually just obsession masquerading as kinship. The thrill of the chase. The hollowness that fills your chest cavity after catching it.
To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times. And even then, it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though... Das ist eine schreckliche Metapher. You get more fish in a shorter time. And for time is of the essence and fleeting ever so quickly. One must think of a way to fuck the whole world and not get caught up in fucking someone. Because when one fucks everything, he fucks nothing. And that, to me, feels glorious. Sticking your dick into the void. Hallo, Sister, wie geht's? Is it a coincidence that here we have two badass jackets and two badass cops? Hey Kim. Yes? Glauben Sie, dass das ein Zufall ist? Oder was halten Sie denn von Ihren Jacken? Leather jackets adorned with immature writing? The ideology they convey helps the boys justify poor choices in life and fashion. I'm not a fan. Finde ich schön. Poor choices in life and fashion. Ja. Warum reden Sie immer so von oben herab mit mir, wenn sich so eine geniale Gelegenheit für uns auftut? What are you implying? Welche von den beiden Jacken würden Sie denn tragen wollen? I'm not sure I understand you, Detective. Sind Sie eher der Typ für Pissschwuchtel oder der Typ für Fick die Welt? Neither. Kommen Sie, Kim. Das ist doch nur ein Gedankenspiel. Fine. If only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think piss is the stronger of the two statements. Ja, vielleicht glaube ich auch. Passt perfekt. Ich fühle mich eher wie ein Fick-die-Welt-Typ. Seems about right, especially considering your heroic exit attempts. That's an origin story for a dynamic duo right there. So are we done here? Or you don't need us around for your secret whisper party, do you? Versuch nach oben zu scrollen, dass man mitlesen kann, aber es funktioniert gerade nicht. Aus irgendeinem Grund geht's immer nach unten. Ich hätte eine geringe Chance hier auf eine Sonderantwort. Zwielicht. Eine rote Würfelprobe kann nicht wiederholt werden. Naja. Also. Das Gespräch mit euch war auf jeden Fall interessant. Ende. Nicht, dass das Spiel nicht spannend wäre, aber wann ziehst du? Ja, genau, jetzt. Der Dialog ist jetzt beendet. Jetzt können wir mal kurz zu Genshin Impact wechseln. Und dann machen wir hier gleich weiter. Du kannst im Grunde schon aktiv bleiben. Disco Elysium, wir sind gleich zurück. Muss ich aber kurz mich von allen Zuschauern auf YouTube mal verabschieden. Disco Elysium, diese Folge ist beendet. Die nächste kommt hoffentlich bald. Macht's gut.